Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, einem Projekt außer der Reihe meiner sonstigen Projekte. Und zwar möchte ich heute mit euch zusammen mal das Thema YouTube oder Google Analytics angehen. Denn ich wurde schon in letzter Zeit sehr oft gefragt, wie und wo finde ich da überhaupt was oder was, zu was ist das überhaupt gut? Und auf der anderen Seite habe ich halt einfach immer gemerkt, dass die Leute das auch überhaupt gar nicht benutzen und so weiter. Und ich denke mir halt, warum eigentlich? Gut, ich werde das jetzt erstmal zum Projektablauf so ein bisschen vorab. Also ich werde das in mehrere Teile untergliedern, in irgendwelche sinnvollen Teile. Die werden auch keine bestimmte Länge haben, sondern die werden halt je nach Umfang halt länger oder halt mal kürzer werden. Aber so um den Dreh, denke ich mal, wird sich das immer so im Rahmen von 5 bis 10 Minuten bewegen. Da das jetzt aber gerade der erste Teil ist und ich da noch keine Ahnung habe, wie wirklich umfangreich das wird, sage ich da einfach mal lieber gar nicht zu. Okay, erstmal natürlich die grundlegende Frage, Analytics, was ist denn das überhaupt? Und wozu brauche ich das? Oder wozu sollte ich das überhaupt brauchen, tun, sollen, würden? Ich sehe doch alles auf meiner Hauptseite. Nee. Auf deiner Hauptseite siehst du natürlich die Abonnenten, die Aufrufe und so weiter und so fort. Die Videoanzahl und so weiter, aber das war es dann im Prinzip schon. So, ich gehe dann immer eigentlich hier direkt drüber drauf. Ich gehe nicht hier erst über diesen YouTube-Studio oder sonst was, sondern direkt einfach hier drauf. Plöpp, dann bist du nämlich direkt in Analytics und zwar in der Übersicht. Memo an mich selbst. Einnahmen gleich erstmal schwärzen. So, hier seht ihr auf den ersten Blick, was euer Kanal tut. Und da sind wir jetzt schon beim Thema Analytics. Analytics ist ein Programm von Google, der sämtliche Aufrufe oder was auch immer, Interaktionen und also eigentlich im Prinzip sämtliche Sachen, die auf deinem Kanal sich abspielen, festhält. Aufzeichnet, katalogisiert, archiviert und gespeichert, aber ohne silbernen Knopf. Und ja, das ist im Prinzip Analytics. Und im Prinzip ist Analytics somit eines der mächtigsten Werkzeuge, was man als angehender YouTuber überhaupt zur Verfügung haben kann, wenn man damit umgehen kann. Und genau deswegen mache ich jetzt gerade dieses Tutorial. So, als erstes sehen wir hier natürlich auf der linken Seite unsere Übersicht und ganz viele Unterordner. Da werden wir nach und nach dann darauf eingehen. Ich werde auch darauf eingehen, welche sind für den Anfang wichtig, welche in einem mittleren Segment wichtig und welche braucht man wirklich dann, um das letzte Fitzelchen aus seinem Kanal rauszuholen. Ja, ich gehe jetzt einfach erstmal hier auf die normale Übersicht ein und ich denke mal, das sollte für die heutige Folge auch schon reichen, dass wir da erstmal so einen groben Überblick bekommen, was steht denn überhaupt auf der ersten Seite drauf. So, wir sehen auf der ersten Seite jede Menge Fenster, um genau zu sein, 9 Stück an der Zahl plus die Top-Videos des vergangenen Zeitraums. Und wenn man auf die Übersicht klickt, beziehungsweise auf Analytics selber, wenn man auf Übersicht geht, dann kann sich unter Umständen auch die Anzeige verändern, dazu kommen wir aber noch. Wenn man erstmal nur auf Analytics drauf geht, dann bekommt man immer dieses Bild. Auch wenn jetzt Übersicht markiert ist, heißt das noch lange nicht, dass es immer so ist. Da kommen wir aber wie gesagt später zu. Jetzt sehen wir 6.11. bis 3.12. Das sind immer die letzten 28 Tage, sprich die letzten 4 Wochen. Also um einen vollen Monat zu haben, sie gehen immer von 4 Wochen aus. So, und da sehen wir halt unseren Verlauf in den letzten 4 Wochen. Und zwar nicht eines Kalendermonats, nein, nein, dass es irgendwo dann hier anfängt und dann immer da aufhört. Nein, es aktualisiert sich täglich immer, also es verschiebt sich immer. Es wird also immer ein neuer Tag reingenommen, dafür verschwindet der letzte Tag hinten dran. Das heißt, man hat immer die letzten 4 Wochen vom heutigen Tag rückwärts zählend dort angezeigt. Und ich habe jetzt gesagt, vom heutigen Tag an rückwärts zählen ist natürlich Quatsch. Man muss bedenken, Analytics hängt immer 2 Tage hinterher. Wenn wir jetzt einfach mal hier auf Aufrufe gehen, dann sehen wir, das aktuellste Datum ist vom 3.12. Heute ist der 5.12., also es hängt 2 Tage hinterher. Das ist aber schon immer so gewesen, das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Deswegen haben sie irgendwann ja mal die Echtzeit-Analytics reingehauen, die decken die ersten 48 Stunden dann ab. So. Wir sehen hier, die Aufrufzahl ist klar, das ist die Aufrufe, die in den letzten 30 Tagen eingegangen sind auf sämtlichen Videos, die wir haben. Dann haben wir die geschätzte Wiedergabezeit, das sind die Minuten, die
unser kompletter Content in dem Zeitraum wiedergegeben wurde über die Aufrufe. Da kann man sich schon mal den ersten Blick rausmachen. Wenn man das nämlich jetzt einfach mal so ganz Pi mal Daumen vergleicht, können wir sehen, dass im Prinzip jedes Video oder jeder Aufruf 5 Minuten aufgerufen wurde. So im Schnitt. Oder andersrum kann man sagen, jeder dritte Aufruf hat das Video komplett gesehen. Also das ist, finde ich, auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Rate. Die Gesamteinnahmen zeigen euch dann an, sobald ihr YouTube-Partner seid und monetarisieren könnt oder in dem Netzwerk seid, wie viel ihr in dem Zeitraum quasi mit den monetarisierten Optionen verdient habt oder hättet verdienen können. Sagen wir es mal so. Positive Bewertung ist klar, gleicher Zeitraum wie alle anderen auch, genauso wie die negativen. Kommentare ist auch klar, geteilte Inhalte, wo das irgendwie auf anderen Websites, auf Google Plus oder so geteilt wurde. Und die Abonnenten sind auch klar. Favoriten ist bei mir nur ganz selten der Fall, dass da mal einer hinzugefügt wird. Ist aber bei einem Let's Play-Kanal, glaube ich, in der Regel sowieso so, dass die eher nicht hinzugefügt werden. Das ist, glaube ich, eher bei Tutorials so oder bei wirklich irgendwelchen Sachen, die man sich wirklich öfter angucken kann. Musik zum Beispiel. So, da haben wir jetzt schon mal den Überblick über das ganze Ding. Jetzt haben wir hier unten noch die Top 10 Videos, die erklären sich eigentlich auch schon von alleine mit den Aufrufen der Wiedergabezeit und den Gesamteinnahmen, die ich natürlich auch nochmal canceln muss, wobei die kann ich eigentlich, glaube ich, stehen lassen sogar. Sieht man halt auf den ersten Blick, welches hat denn in den letzten 30 Tagen tatsächlich am meisten zu unserem Erfolg beigetragen. Die Demografie und die ganz anderen Pie-Charts hier, die kann man noch mit reinnehmen. Bei mir ist es meistens eigentlich nur Deutschland, wo sie halt gucken, logischerweise. Die Verteilung Männlein zu Weiblein und dann halt nochmal, von wo wurde zugegriffen. Das sind aber Sachen, die kann man erstmal komplett außer Acht lassen. Mache ich zum Beispiel auch noch. Wobei langsam die Quellen und die Zugriffsquellen langsam für mich interessant werden. Die werden dann wahrscheinlich ganz am Ende des Projekts mal besprochen. Aber wir sind jetzt gerade noch im ersten Teil. So, dann haben wir jetzt also quasi den Hauptbildschirm erstmal abgefrühstückt. So, was sehen wir denn auf den zweiten Blick, wenn wir uns hier so ein bisschen umschauen? Wir sehen, dass wir hier so neben den Zahlen immer so eine Dreiecke haben. Und leider habe ich jetzt nur das Beispiel Dreieck oder grauer Kreis. Es gibt auch noch den roten Pfeil. Den hätte ich eigentlich jetzt ganz gerne bei den negativen Bewertungen gehabt. Denn das ist der einzige Punkt, wo der wirklich von Nutzen ist. Oder wo der gut ist, sagen wir es mal so. Denn dieser grüne Pfeil indiziert immer, dass es ein positiver Trend ist. Also dass es nach oben geht mit den Aufrufen der Wiedergabezeit oder was auch immer. Und zwar immer, wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann sehen wir das, im Vergleich zum vorherigen Zeitraum. Wenn wir jetzt gucken, wir haben jetzt zum Beispiel Aufrufe 85,30% mehr als im vorherigen Zeitraum. Jetzt haben wir 6.11. bis 3.12. Und das sind jetzt 85% mehr als vom 9.10. bis zum 5.11. Das wird auch immer mit Prozent angegeben, das ist immer sehr interessant eigentlich. Ich bin in letzter Zeit wirklich sehr, sehr oft in Analytics unterwegs, weil das einfach Spaß macht, wenn man es total verstanden hat, einfach mal genau nachzuvollziehen, wann schalten Leute ein, wann schalten Leute ab, wie interagieren die überhaupt, wo sind Spitzen und so weiter. Aber da kommen wir im Verlauf irgendwann noch zu. So. Dann sehen wir hier das Gleiche, plus 91%. Das sind natürlich Zahlen, die werden kleinere Kanäle am Anfang überhaupt gar nicht erreichen. Ich mache das ja schon ein bisschen länger und deswegen kommt sowas halt auch zustande. Das war hier plus 167%, plus 100% bei den negativen Bewertungen. Ja, da haben wir nämlich auch 100% mehr als im vorherigen Zeitraum. Ist natürlich in dem Fall nicht gut. Da müsste eigentlich der Fall runtergehen. So, selbiges halt bei den anderen und das graue Kreisdingen heißt einfach nur, dass keine Veränderung stattgefunden hat. So. Hier haben wir dann jetzt auch nochmal die Prozentangaben, die dahinter stehen. Und das bezieht sich immer auf den Gesamtwert. Also auf den Gesamtwert, den wir hier oben haben. Zum Beispiel hat The Forest 010 insgesamt 13% des Monats oder beziehungsweise der letzten 30 Tage erwirtschaftet. Das heißt, es ist halt zu einem richtig großen Teil dafür verantwortlich, dass es halt so hochgegangen ist. Auf der anderen Hand haben wir das Gleiche dann hier bei den geschätzten Wiedergabezeiten. Da ist es dann bei weitem nicht so stark vertreten. Da ist 009 tatsächlich noch kräftiger dabei und vor allen Dingen der Multiplayer-Teil, also der normale Let's Play-Teil,
Haut da ein bisschen rein mit 5%. Das ist ziemlich, ziemlich viel. Und natürlich selbiges auf die Einnahmen bezogen. 7% der Gesamteinnahmen gingen halt zu Lasten von dem Ankündigungsvideo. So, ich würde sagen, 10 Minuten haben wir jetzt voll. Das ist jetzt wirklich der allererste grobe Überblick. Ich denke, morgen, oder beziehungsweise nicht morgen, im nächsten Teil, ich werde das immer so in Abhängigkeit davon machen, wie gut kommt denn das jetzt eigentlich an? Wollen die Leute das überhaupt sehen? Deswegen bist du jetzt auch besonders gefragt, deine Meinung dazulassen, ob du wirklich mehr sehen willst, um wirklich mal tiefer in Analytics einzugreifen, oder ob du das lieber, naja, ob du da gar nichts von hältst, da dich hier sagst, Schuster, bleib bei deinen Leisten und mach deine Let's Plays und hör auf mit diesem Quatsch. Einfach mal einen Kommentar da lassen, würde ich mich sehr drüber freuen. Im nächsten Teil, denke ich mal, werden wir über die Aufrufe an sich eingehen, im Vergleich zur Wiedergabezeit. Und das wird, denke ich mal, auch wieder so ein 10-Minuten-Teil werden, denn da gibt es schon eine ganze Menge zu entdecken. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, dann bitte einen Daumen nach oben da lassen. Gerne auch einen Kommentar dazu. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal anschaltet. Und falls ihr es noch nicht getan habt und ihr mir ein bisschen unter die Arme greifen wollt oder selber euch, weil ihr keinen Teil mehr verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und teilen natürlich auch, damit hier die geteilten Inhalte mal ein bisschen nach oben gehen. Alles klar, dann danke ich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.